Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Karte Oberrad Rössrad und fahren mit einem MAN A21 mit unserem Line City hier einmal die Gegenrichtung ab, allerdings die im Fahrplan vorgegebene Kurzläufer-Variante. Und damit werden wir dann ja, den einen oder anderen coolen Abstecher machen. Gegen Ende werden wir jetzt einen Teil sehen, den wir so noch nicht gesehen haben. Oder ansonsten schauen wir uns die Karte, wie gesagt, mal ein bisschen aus der Gegenrichtung ansteigen. Würde ich sagen, gerade mal einfahren, auch mit passendem Repaint eines Subunternehmers hier auf der Karte. Ja, steigen wir doch gerade mal ein. Ich glaube, Elektrik ist wahrscheinlich vom Schildern hier gerade schon an. Profi, ne? Ich weiß. So, machen wir ein bisschen leiser, als ich gedacht habe. Ich hatte ein bisschen lauter. Vielleicht kommen wir da so ein bisschen. Wer hat da am Sound gedreht? So. Super, können wir machen. Ich fahre vielleicht gerade schon mal vor, dann freuen sich vielleicht die Autofahrer da hinter mir. So, das wäre dann einmal hier die Haltestelle. Wenn ihr jemand mit möchten würde, aber müssen wir mal schauen. So. Einmal auf damit und dann hätten wir im Vergleich zum letzten Mal die 422 Route 3. Genau, Fiat mein letztes Mal ist jetzt einmal Route 3. Genau, wunderbar. Kommen wir mal sogar schon geschildert, falls jemand mit möchte. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Dann wollen wir das Minütchen hat hier auch nicht unbedingt abwarten. So. Schauen wir bis nach links. Genau, da sind wir letztes Mal gestartet. Da wollten die Leute auch noch irgendwie mit, aber nicht mit uns. Die haben auch fein rausgeschmissen und fahren jetzt hier die Gegenrichtung mit einem anderen Bus. Da mussten sie einmal umsteigen und haben irgendwie den Bus nicht gefunden, wie es aussieht. Naja. Was willst du machen? So, ich hoffe mal, die Ansagen klappen jetzt auch hier. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen vorschalten, gell? Weil wir jetzt nicht ganz im Plan sind. Muss ich überhaupt manuell weiter? Ich habe keine Ahnung. So. Es wäre jetzt Hoffnungstal Schule. So. Ganz kurz schauen, ob er selber weiterschaltet oder ob ich selber. Guck mal. Haben wir doch alles gefixt. Ja, da parken ein paar parkende Autos. Die sollte man vielleicht beachten. Das ist halt immer ganz cool. Da muss man so ein bisschen drumrum kutschieren. Das ist ganz schick. So, ihr wollt bestimmt mit. Ah, jetzt habe ich mal die Hilfspfeile. Ja, ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Sollte aber eigentlich passen. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, wir haben jetzt nicht viel Abzweigen. So. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Kommt doch mal rein. Hallo. Hallo. Guten Abend fast. So. Oh, das könnte aber hier knapp werden. Bisschen vorausschauend fahren, da sollte das aber auch passen. So, ja, ihr wartet halt auf den nächsten Bus, du. Der leider nicht bis zum Ende fährt. Das ist natürlich schade für euch. Muss ich jetzt echt selber weiterschalten? Das irritiert mich. Kenne ich vom anderen Line City gar nicht. So, normalerweise fahre ich mit Euro 6 Variante. Der hat allerdings, der schaltet selber weiter. Hm. Die Repaints war es irgendwie für die EEV-Variante, deswegen irgendwie, ja. Nächste Haltestelle. Gut. Hoffnungstal, Jonneplatz. Und entsprechend haben wir irgendwie, ja, wahrscheinlich wegen den Logos oder sowas, EEV, auch keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Variante hier, ich kenne sonst eigentlich nur die mit dem anderen Dashboard. Das hier ist auch noch in dem A20, glaube ich, noch verbaut von, oh, Haltestelle. V3D. Genau, ihr müsst jetzt selber Ausschau halten nach den Haltestellen. So. Dann einmal rein mit Ihnen. Guten Tag. So. Und weiter geht's im Text. Wir haben ja keine Zeit, Mensch. Alles ganz knapp abgetimt hier. Oder, wollte jemand, der darf dann gerne an der nächsten Station aussteigen. Was aussteigen? Fahrgäste? Nee, alles Luxus. Wer hat es aber fast du da den Stein? Hier musst du nächstes Mal ein bisschen aufpassen, Kollege. Ich soll ein bisschen weiter rechts fahren. Das ist relativ eng, aber das ist auch nicht schlecht. Muss so ein bisschen Pep fahren. So. Ist Manni da vorne eine Haltestelle? Ja, Tatsache. Manni ist die Haltestelle, genau so ist das. Also ist nicht ist im Sinne von Essen, sondern ist im Sinne von ja, Form von Verb sein. So, guten Tag. Hat er auch irgendwie so eine Sicht nach hinten? Naja, guck mal. Schicke Sitztexturen. Ich fand das Repaint so cool. Es gab auch ein paar
sag mal, reale Bilder mit realen Bussen und da kam Digital Paint auch drin vor. Deswegen fand ich das so cool. Deswegen wollte ich es eigentlich unbedingt, gefahren haben heute. Ja, ihr werdet das schon verstanden haben da im Bus. Wenn ich hab eine Innenanzeige, ganz einfach. Ist ja auch Luxus, haben auch nicht alle Busse. Also ich kann mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Bei uns war bis vor ein paar Jahren überhaupt auch gar nichts mit Ansagen. Also mit Fahrgastinformationen war da gar nichts. Also man hatte absolut keine Haltestellenansagen, kein Fahrgastmonitor oder so ein Kram. So ein Schicksal gab es halt nicht. Gut, es fuhren wahrscheinlich auch wenig bis gar keine Touristen mit, die haben dann notfalls aber noch gefragt, ja, wenn ich jetzt hier zur Gisela muss, wo muss ich denn da aussteigen? So hat das ungefähr dann ausgesehen. Gab halt immer jemand, der dann geholfen hat, sei es Mitreisende, die selten waren, weil nie mit dem Bus gefahren ist, außerhalb der Schulzeiten, oder halt der Fahrer in dem Fall. Nächste Haltestelle, Hoffnungstal, unterste Suez. Ja, und da kamen halt so ein paar Ansagen dazu, von du wartest aber. Dankeschön. Wollte es nochmal ja fährt zu Nieren testen, ob die das wirklich. Aber die warten tatsächlich. Das ist ja super. Ja, und da kamen mit der Zeit so ein bisschen die Ansagen dazu. Und Fahrgastmonitore sind, wenn überhaupt im Betrieb, dann teilweise ausgeschaltet oder. Ja. Oder sie funktionieren. Das ist eins von beiden. Ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. So, Dille. Ja, aber ganz kurz auf damit. Hallo, guten Tag. So, und weiter im Text, genau. Da kann man sogar auch parken. Ist die Haltestelle hier drin, ist das dann wahrscheinlich auch. Kann man wahrscheinlich auch Endstation machen. Genau, das Ganze hier bietet auch Möglichkeit für einen Taxi-Rufbus, so wie ich das gemerkt habe, zur ein oder anderen Zeit. Das heißt, für alle Fans von kleinen Bussen, die kommen nämlich auch auf ihre Kosten. Oh, das ist aber ein kurzer Stationsabstand. Aber die faulen Menschen, du, das ist unglaublich. Gut, aber sie fahren mal mit dem Bus. Das ist ja schon mal prinzipiell eine ganz löbliche Sache. Guten Tag. Und jetzt könnten wir ja voll die große Energie-Politik-Debatte anstoßen. Das haben wir auch schon irgendwie in. Falls ihr das sehen wollt, haben wir bestimmt schon 10 anderen Videos mindestens 30 Mal durcherläutert. ÖPNV, Individualverkehr, was da so die Zukunftslösungen sind. Zumindest mal in meinen Augen gibt es ja da ganz verschiedene Ansätze. Guten Tag. Sind wir zumindest heute mal ein bisschen einer der aktuelleren Busse hier unterwegs. Mit einem halbwegs aktuellen Line City. Letztes Mal hatten wir ein bisschen was Älteres. Ein Facebook kam uns auch letztes Mal entgegen. Oh, wir sehen auch die ganze Artenvielfalt der AI-List. Das ist ja super. Die ist tatsächlich ein bisschen schade, weil doch ein NL haben wir langfahren sehen. Ansonsten gibt es halt, wie gesagt, viele U405N2. Dann haben wir. Genau, abgelöst habe ich für die erste Folge tatsächlich einen Van Hool A320, ist das, glaube ich. Der aus dem Steam Freeware Add-on. Und ja, den habe ich dementsprechend auch nicht mehr gesehen, weil ich habe ihn ja abgelöst. Und bis wir dann da waren, war er halt irgendwie schon lang auf dem Betrieb, sofort seine Füße hochgelegt. Also der Bus, nicht der Fahrer, klar. Der Bus legt seine Füße hoch, wer kennt es nicht. Nee, aber genauso war das in der Art. Ich ein bisschen langsamer. Ach nee, das läuft ja alles. Was ich leider nicht weiß, ob ich hier im Ansagentakt bin, aber naja. Hab mir gedacht, das ist vielleicht doch mal eine ganz gute Idee, jetzt allerdings mal Unhilfspfeile zu fahren. Das ist nicht, weil die Infos nicht toll wären, sondern weil das, finde ich, immer so einen ganz anderen Karteneindruck macht, wenn man ohne, ich sag mal, nicht reale GUI-Elemente fährt. Also im Chain Simulator ist es dann halt irgendwie unten diese Leiste, wo man eben sieht, wo man gerade ist, wie schnell man fahren darf und so ein Kram. Und hier in Omsi sind das ein bisschen die Hilfspfeile, deswegen finde ich, das erhöht so ein bisschen den Realitätsfaktor, auch wenn es durch die Grafik jetzt unglaublich verbessert, aber das Feeling ist einfach so ein bisschen, ne, man sieht ein bisschen von der Karte, man sieht ein bisschen weniger Pfeile. Hinwegs war das ganz schick, schön, dass ich auch geblinkt habe, ne, das ist, danke, dass er das gebracht hat. Gut, aber es ist in der Realität auch nicht anders, es ist ja nichts, was jetzt hier. In Omsi generell achten sie ja meistens drauf, aber nicht immer. Und vor allem ist es in der Realität ja dann auch irgendwie ähnlich. Ist auch nicht schlecht, ne? Hat man so ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen. So,
So, wir müssen so fahren, aber man sieht leider ein bisschen wenig. Da stehen ein paar Leute im Weg. Ja, was fällt dir noch ein, mit dem Bus fahren zu wollen? Mensch, schlimm, schlimm, schlimm. Weißt du, gerade noch versucht, große Reden zu schwingen mit, ja, hier, Bus, super, Mobilität, klasse, ÖPNV nutzen, ist die Zukunft. Und jetzt, ach, Fahrgäste, schlimm, schlimm, schlimm. Weil wir ja in dem Bild stehen, das ist halt auch. Da kann man auch mal den Umweltgedanken ein bisschen beiseite werfen, Mensch. Also, Hauptsache man kriegt schöne Videos. So, das ist wichtig, nicht. So. Mensch, hast dich wieder beruhigt? Ja, das ist super. Was macht ihr da vorne? Darf der rüberlaufen oder... Ach, die machen das einfach nur so. War beruhigend. Wartet der oder... Oh, die warten das... Du wartest, aber auch... Ja, mit ein bisschen... Oh, das ist eine Haltestelle. Mit so ein bisschen aufpassen wartet er dann auch. So, sie dürfen ganz kurz über Wiese laufen. Das freut bestimmt meinen Einstiegsbereich. Da wird auf bestimmt sauber Füße bitte abtreten. Dankeschön. Bei Sommers ist das nicht ganz so schlimm. Winters ist das immer ein Riesenproblem. Weil ihr kennt das doch bestimmt auch im Winter. Einstiegsbereiche von Bussen und Bahnen. Das ist... Also manche legen da auch Teppiche aus, das habe ich gesehen. Also manche Unternehmen legen dann immer so diese klassischen schwarzen Läufer halt, ne? Mit der Gummiunterschicht. Und ja, jetzt wird ja schon wieder hier, jetzt geht er wieder auf Klassengesellschaft wegen Unterschicht, nicht, okay. Diese Gummiunterlagen und dann oben dieser ganz klassische Läufer irgendwie, wahrscheinlich für 2,99 aus dem Baumarkt oder so, den es überall zu kaufen gibt. Die liegen dann da vorne aus. Das finde ich aber auch nicht schlecht. Aber ich klopfe dann immer noch ganz gerne auch aus und direkt am Einstieg irgendwie noch so meine Schuhe ab, weil ich finde das selber ein bisschen unangenehm. Man reist halt meistens mit Tasche. So meine klassische Schüler, die klassische Schülerin reisen natürlich mit Tasche in der Regel und auch meistens, wenn man zur Arbeit fährt oder sowas. Und in der Regel hat man Gepäck dabei, wenn man Bus und Bahn fährt. Jetzt hat dann nur einen Rucksack irgendwie für Getränke oder eine Handtasche oder sowas. So, und wenn dann halt natürlich der, sagen wir mal, das öffentliche Verkehrsmittel, um mal als abstraktes Oberdings zwischen Bus und Bahn, das öffentliche Verkehrsmittel, wenn es ein bisschen voller wird in der Stoßzeit, dann entweder halt vor die Füße oder auf den Schoß. Und auf den Schoß ist manchmal noch ein bisschen eng, deswegen manchmal vor die Füße und dann finde ich es halt immer schlimm, wenn er so nass ist. Hallo. Also generell, weiß nicht, würde ich das nicht mit allen Taschen machen, aber die meisten sind dann vor den Füßen noch ein bisschen besser aufgehoben. Aber ich finde, wenn man es sifft dann manchmal schon ganz schön rum, das ist nicht schön. Aber es ist halt, oh, ist der Winter. Jetzt haben wir zum Glück ein bisschen Sommer, aber ja. Jedes hat seine Zeit. So ist es. Meine Damen und Herren, genau. Ja, was auch ganz cool ist, also es gibt auch so ein Satellitenbild zur Karte, um ein bisschen zur Karte wieder zu kommen. Es gibt ein Satellitenbild. Und auf dem kann man dann eben so ein bisschen den Linienverlauf erkennen und entsprechend, ja, sieht man so ein bisschen, wo er langfährt. Wie gesagt, relativ stark orientiert an dieser Straße. Aber auch so zur Einordnung eigentlich ganz cool. Ich habe tatsächlich die Orte auch mal eingegeben und mir auf Google Maps mal nochmal zusätzlich, da kann man ein bisschen draußen reinzoomen. Habe mir ein bisschen die Route berechnen lassen zwischen den beiden Endstationen mit ÖPNV und dann sieht man auch da, wo die Linie langfährt. Das ist... meistens für die Orientierung relativ hilfreich. Da mache ich das aber relativ oft, wenn ich irgendwie in Omni so eine Linie sehe. Man kann jetzt ja in Google Maps auch, gut, schon seit einer Weile, kann man sich ja quasi ÖPNV-Routen berechnen lassen. Also nicht wie früher mit Auto oder zu Fuß oder so ein Kram, sondern das kann man auch seit einer Weile mit ÖPNV machen. Da wurde die Integration verschiedener Verkehrsverbünde auch wesentlich besser. Also viele Stellen hat irgendwie diese Basisdaten bereit, wie eben Fahrplandaten. Die Deutsche Bahn macht das auch zum Beispiel für Fern- und Regionalverkehr. Und viele Verkehrsverbünde machen das eben auch, so wie sie, denke ich mal, auch der DB ihre Daten zur Verfügung stellen, weil die meisten Verkehrsverbünde, die kannst du ja eben nicht nur berechnen in ihrer hauseigenen Fahrplanauskunft, sondern in der Regel auch irgendwie über bahn.de. Und ich denke mal, dass sie da über ähnliche Schnittstellen, dass sie eben auch irgendwie Google Maps da weiterleiten. Allerdings gibt es ja da seit einiger Zeit auch das Feature, dass Echtzeitdaten angeboten werden. Also einige, ich sag mal, bewusst weniger Verkehrsverbünde stellen da tatsächlich für Bus- und Bahn Verspätungsdaten bereit für das jeweilige Verkehrsmittel, dass man dann quasi auch Echtzeitanschlussinformationen und so ein Kram hat. Das ist, finde ich, schon praktisch, wenn man weiß gerade, wo der Zug sich befindet. Und weiß ich, man hat so ein bisschen eher das Gefühl, man...
Also ich fühle mich immer so ein bisschen verloren, wenn ich nicht weiß, ob der Zug wirklich kommt. Also, ich finde es meistens... Das war noch Platz. Gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Da war noch Platz. Da war noch Platz, Kinders. Nee, das melde ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt egal. Da war Platz. Mimimi. Es mich beruhigt, das meistens zu wissen, dass quasi überhaupt irgendwas kommt, selbst wenn es ein paar Minuten später ist, aber ich weiß nicht, früher hatte man das ja gar nicht. Früher ist man in die Haltestelle gegangen. Man hat sich darauf verlassen, okay, der Zug oder der Bus kommt irgendwie. Weil ausgedruckter Papierfahrplaner am Hängen, am Sein und man hat sich darauf verlassen, dass das kommt. Aber irgendwie jetzt in Zeiten von, ja, personalbedingt kommt es auf den Linien X, Y und Z zu Fahrtausfällen. Oder betriebsbedingt oder anderen Grund hier einfügen. Da weiß ich nicht, ist das immer so ein bisschen unsicher geworden. Also früher konnte man sich wirklich noch drauf verlassen. Kam vielleicht ein bisschen später, aber kam. Aber gerade wegen solchen Sachen vertraue ich zumindest ganz gerne auf so eine Echtzeitauskunft. Und da gibt es jetzt halt eben seit neuestem, zum Beispiel mit KVV in Karlsruhe, die eine relativ gute Anbindung, was jetzt Internet und sowas angeht, die da relativ viel bereitstellen. Kriegt man sowohl über den DB-Navigator beispielsweise, als auch über Google Maps beispielsweise Echtzeitdaten. Was es zwar in den eigenen Apps schon länger gibt, aber jetzt auch eben über die gemeinsam genutzten Dienste, was, finde ich, echt ein Fortschritt ist. Also das ist ganz cool. Das ist so, ja, Unfall. Ja, den mag es wohl geben. Gegeben haben. So, was sagt denn hier unser Fahrplan? Ach, Schiff Z will mal wieder. Ach ja. Das gute alte Schiff Z will nicht Problem. Ja, ja. Ich kenne es. Naja, Linksabbieger. So, 30 Werktags. Ja, machen wir doch. Oh, das schaffst du doch. Oh, hätte er noch geschafft, Mensch. Gut, dann stehen wir eine Weile hier. Ist ja schön. Kann man ja. Mit mir kann man es ja machen. Hat man nur eine Minute Verfrühung, du. Gut, dann kann man es tatsächlich mit mir machen, aber. Psst. Nächste Station ausschalten und mal ganz kurz gucken, wie die heißt. Oh, das kenne ich ja von Screenshots hier, die Kirche. Kirche. Ich komme mit der Mauer drumherum. Oh, die halt schon natürlich kurz nach der Ampel. Aber können wir mal ganz kurz gucken, das ist jetzt hier. Achso, steht denn nicht auf der Station selber, sondern danach. Gut. Immer noch cool. Was ist das für eine Grünphase hier? Ist ja fast sozial, da kommen mal viele Leute rüber. Das geht nicht. Das finde ich nicht gut. Dass dann noch immer mit Schokotude über die Ampel kommt, das finde ich, nee. Genau, das Kind muss warten. Aber es wartet zumindest an der roten Ampel. Ach, und der feine Herr wartet auf einen anderen Bus? Ach ja, natürlich. So, Kirche heißt das Ding. Nächste Haltestelle. Immerkeppel. Kirche. Genau. Vielleicht jetzt mit. Jetzt habe ich ja die Ansage gemacht. Gut, das hört er natürlich nicht, aber... Sie fahrt mir auch nicht in die Seite. Fein. Nächste Haltestelle. Immerkeppel. Hausthal. Oh, wir sind schon da. Sehr geehrte Fahrgäste, diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen, es besteht Anschluss an die anderen Linien des VRS. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise. Es gibt tatsächlich Anschluss hier, die habe ich gesehen auf dem Liniennetzplan, von daher ist das gar nicht mehr gelogen. So, was ich allerdings brauche, ist genau das hier. Man nennt es Hilfspfeile. Guck mal, hier haben wir gar nicht so viele Is. Das ist ganz gut, dass wir die auf der anderen Seite anhatten. Haben wir alles richtig gemacht. Super. Intuitiv. So, da wäre jetzt einmal die Station links. Jetzt gucken wir mal, wie hier nicht. Nee. Ach, guck, man sieht die teilweise auch von beiden Seiten. Das stimmt schon. Okay, man sieht die von beiden Seiten. Ja, guck mal, da sieht man auch das Haus Tal. Guck mal, namensgebend. Das ist bestimmt auch echt nicht schlechte Werbung. So, muss ich sagen. Wenn Stationen irgendwie heißen wie Unternehmensteile. Also ich würde das ganz gerne irgendwie Pause oder sowas schildern. So, dann halten wir nochmal ganz kurz an. Fahrplan kommt wahrscheinlich in 3, 2, 1, wollte gerade sagen. So, die Betriebsfahrt sollten wir schildern, aber ich schilder lieber Pause. So, wir schildern mal raus. Pause ist 9, 9, 6. Pause ist super, ne? Haben wir Pause? Haben wir nicht Pause? Oh, sogar mit Kaffee? Ja, geil. Sogar die gute alte Kaffeetassenpause. So, fahrt ihr da mal? Dankeschön. Nee, den lasse ich jetzt nicht. Irgendwann will ich auch rausfahren.
Genau, Brothausen, da kamen wir letztes Mal her. Für uns geht es jetzt hier zum Pausenplatz. Gewerbegebiet Immekeppel, okay. Als Betriebsfahrt. Ist natürlich für Leute, die eben jetzt hier aussteigen, müssen auch mal so ein bisschen... Jetzt wäre der Bus da auch noch lange, hätte ich mir noch mitnehmen können, aber ist wahrscheinlich einfach irgendwie... Oder sogar eine Haltestelle, aber das war ja nur der Pausenplatz. Vermutlich. Ja, Tatsache, typisch Industriegebiet hier. Genau, das ist ehrlich. Hier, Pausenplatz. Das darf ich... Oh, das links ist auch cool mit dem Berg da, mit den Häusern. So, da vorne können wir wenden. Ja, super. Kann sogar ein kurzes Schwätzchen mit dem Kollegen hier halten. Fast nur Facelifts unterwegs. Schade, das haben wir die ganze Typenvielfalt gar nicht gesehen. Naja, gut. Ich werde es akzeptieren. Vielleicht sind es noch gar nicht alle AI-Groups, die ich da fein säuberlich, Labs. Nachdem getrennt habe, was ich habe, vielleicht haben wir die auch gar nicht alle irgendwie bisher noch aktiv in unserem Testfahrplan. Aber so ist es halt. So, Kollege bleibt noch ein bisschen da, das finde ich super. So, das Handwerk, genau. So, Linienverkehr frei, ja, machen wir. Hier ist Linienverkehr, wir dürfen das. Und damit würde ich sagen, stehen wir hier nicht richtig. Ach doch, guck mal, ah. Okay, jetzt müssten wir quasi, Haustal Ankunft ist 47, das wäre in 5 Minuten. Gut, das ist jetzt aber erstmal nicht unser Problem. Wir machen den Motor einmal aus, würde ich sagen, stehen jetzt hier wunderschön mit dem Kollegen. Was mit dem Berg, finde ich cool. Coole Wendeschleife hier, gefällt mir. Genau, damit würde ich sagen, war es das für diese kleine Vorstellungsrunde. Wie sich das Video von letztem Mal, wenn ich gesehen hat, sind wir die Gegenrichtung und bis zur erweiterten Endhaltestelle geradeaus weitergefahren. Heute gab es jetzt eben den Tag. Ach komm, die fahren sogar um uns rum. Oh, das finde ich cool. Dass die hier quasi die Busse überholen. Also überholen im Sinne von, da ist ein statischer Pfad. Das jetzt als überholen zu bezeichnen, aber finde ich cool gemacht, dass sie hier quasi den Platz da frei halten. Ja, geil. Gefällt mir. Also, wie gesagt, ich hoffe mal, die kriegen den Stau hier aufgelöst. Ja, mehr oder weniger. Also weniger als mehr, aber ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein und vielen Dank auch nochmal, dass ich die Karte an dieser Stelle vorstellen durfte. Genau, das war's. Wir sehen uns dann irgendwann ein anderes Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.